Aloha, meine Lieben, und willkommen. Oh, ich gehe nochmal ins Pausenmenü, um Gottes Willen. Willkommen zur fünften Episode von Amnesia Machine for Pigs. Präsentiert von Celine, aka Queen Nerdy Dala. Wir sind jetzt hier in Horrorhausen. Und, ich habe hier gerade eine Kreatur gesehen. Moment, ich laufe jetzt hier gerade im Kreis. Das ist schon mal gut, dass ich weiß, dass ich hier weglaufen kann. So, wir gehen jetzt hier mal runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Moment mal eben. Memento. Was muss ich nochmal machen? Sorry, es gab gerade eine kurze Unterbrechung. Meine liebe Mama hat mich angerufen. Ich werde okay, wo immer sie mich hinführen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo unsere Kinder uns hinführen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Wir wissen aber, dass wir nicht mehr alleine sind. Ich kann hier nicht runter. Hä? Doch. Keine Ahnung, wo ich da gerade hängen geblieben bin. Oh shit. Kann ich hier... Oh oh. Oh oh. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine, you just need to lie down. Kinok, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Sorry, Daddy. Kann ich da lang? Ja, aber ich glaube, hier in der Ecke ist nichts. Hier ist ein zues Tor. Wir haben gerade eine Kreatur gesehen. Ich habe es aber... Ich weiß... nein. Sagen wir es so. Ich weiß nicht, ob wir eine Kreatur gesehen haben oder ob das unsere Kinder waren. Das konnte ich in dem Moment nicht so schnell erkennen. Aber jetzt sind wir wieder hier. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig gelaufen. Dieses Gitter hier ist verschlossen. Oh, was ist das hier? Hier ist noch so ein Dingens hier. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Okay. Hier können wir drehen. Ich gehe noch mal eben ganz kurz hier. Ich muss mal die Fluchtwege hier alle analysieren. Okay, hier können wir nicht durch. Dann müssen wir hier runter. Alles klar. Das ist doch der Anfangsbildschirm, oder? Von Amnesia. Ja, wir gehen hier mal rein. Hier ist eine weitere Tresortür. Ich befürchte, wenn wir jetzt hier was machen, könnten wir Action kriegen. Okay, wahrscheinlich muss ich das hier erstmal... Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht mehr ausmachen? Okay. Ah, jetzt kann ich es drehen.
Was ist denn das hier für ein interessantes Gebilde? Okay. Sehr interessant. Kommen wir hier wieder raus? Kann ich es jetzt ausmachen? Das ist aber ein großer Aufwand, um von einer Seite zur anderen zu kommen. Oder? Oh, jetzt bin ich wieder in den Räumlichkeiten. In der Villa, oder was? Kann ich hier durch? Nein, die ist zu. Aha. Fluteinbruch, Notabschaltung in Kraft. Das ist jetzt der Bereich, in dem wir sind, oder was? Ist das hier die Villa und sind wir jetzt hier in dem Maschinenbereich? Oder, nee, das ist die, nee. Ah, oh, ups, Entschuldigung. Gehen wir einfach mal weiter. Also vorhin haben wir mal ganz kurz eine Kreatur gesehen. Passe ich, das habe ich glaube ich schon mal ausprobiert. Ich glaube, das passt nicht, ne? Ne, da drunter passe ich nicht, okay. Aber man kann sich da trotzdem verstecken in der Ecke. Ja, bei Amnesia muss man immer aufpassen, dass man hier gute Versteckmöglichkeiten hat. Komm, nimm. Ah, das ist ein bisschen schwierig mit den Schubladen hier, muss ich sagen. Komm. Komm. Nix für uns, okay. So, hier auf. Ne, alles klar. Nix da. Irgendwelche Geheimgänge oder so. Ich glaube, hier muss man in einem Ninja Machine for Pigs muss man echt auf Geheimgänge achten. Okay, wir gucken, ob wir hier raus können. Können wir. Das Halsband, der Hals, der Galgenstrick. Aus dem Fenster könnte er fast bis zu den Docks sehen, wo sie immer noch Haare aus den Gittern zogen. Nur Gott weiß, was das über den Zeitungsjungen sagt. Man spricht von Mord. Es ist immer sehr abgefahren, funky. Wenn ich im Ladebildschirm bin, macht er mir das als Bildansicht, also als Nicht-Fullscreen. Kann ich hier wieder zurück? Nee, okay. Leute, wir sind im neuen Bereich. Ich hoffe, ich habe keine Dokumente übersehen. Ich weiß nicht, ob ich überall in der Fabrik war, in der wir gerade waren. Was ist mit der Musik nicht in Ordnung? Ich mache hier mal überall Licht an. Obwohl, ob das so schlau ist, weiß man auch nicht, ne? Türen, die eigentlich auf sein müssten, aber geschlossen sind, die beruhigen mich nicht. Ah, Telefon. Rufen wir uns selber an? Die Fabrikbüros. All diese Hinweise auf eine große Arbeiterschaft. Große Arbeiterschaft steht da. Große Arbeiterschaft, aber keine tatsächlichen Lebenszeichen. Es ist gar so, als ob sich jemand sehr darum bemüht hätte, die Illusion einer funktionierenden Fabrik zu kreieren. Aber wenn man diese Fassade genauer studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite legen, das Unbehagen unterdrücken, das sich mir in den Magen gräbt und meinen Weg fortsetzen. Irgendwie habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir ein, zwei Tagebucheinträge von unseren Söhnen verpasst haben. Ich hole hier mal wieder raus. Ich hoffe nicht, dass wir gleich das bereuen werden. Die Schweinemasken, warum gucken die auf einmal so gequält? Das ist ein bisschen scary. Kann ich in diesen Bereich rein? Kann ich. Oh. Oh, what the shizzle? Was ist mit der Musik? Das erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt denn der Film mit Keanu Reeves? Da ist was für uns zu lesen. Wo der da die neuen Pforten. Da ist auch so eine abgefahrene Musik am Ende.
Moment, ich muss mal ein bisschen leiser drehen, so kann ich mich nicht konzentrieren. 22. August 1899. In Amerika sprechen sie davon, ihre Städte bis in den Himmel zu bauen. Das erscheint mir dann doch etwas töricht. Vielleicht aber ist das bei Nationen einfach so, die ohne eigene Geschichte gegründet wurden. Wir hingegen wandeln auf unseren Geschichten. Sie sind in den Lehm und unter unseren Füßen komprimiert. Alter, mit diesem Gesang da, ich hoffe, ihr könnt euch überhaupt darauf konzentrieren, was ich hier sage. Davon haben die von uns eingestellten Ingenieure gesprochen. Sie erzählten, wie sie beim Bau der U-Bahn oft auf ältere Tunnel stießen, die kreuz und quer unter der Hauptstadt verlaufen. Welche Paläste wohl unter uns begraben liegen. Wir graben und graben immerzu, eignen uns das Gefundene wieder an. Im Mittelpunkt des Planeten, so erzählt mir ein Architekt, befindet sich eine große Eisenkugel, das Ei der Welt. Also der Song ist ein bisschen schrecklich. Oh, shit! Okay. Hat die eine Pfanne auf dem Kopf? Madness. Madness! Madness takes its toll. Was ist das da für eine Schublade? Wieso hat man sowas in der Schublade? Brillen und... Zähne. Sinne. Hier kann ich auch noch was aufmachen. Ein Hemd. Mal sehen, was hier in der obersten Schublade liegt. Oh, hier ist noch etwas zu lesen. 1. Mai 1899. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen und wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das Bestialische demzufolge im Zaum gehalten werden könnte? Würden sie singen? Würden sie ihren eigenen Gott finden? Ich habe diese Dinger gesehen und meine Antwort lautet ganz klar, nein. Nein, würden sie nicht. Einem ihnen aufgezwungenen Gott aber würden sie bereitwillig die Treue schwören und ihm huldigen. Darin, so wurde mir gewahr, unterscheiden sie sich nicht von der Masse. Sie sind uns äußerst ähnlich. Ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf den Boden gemalt werden. Aha. Alright. Okay. Coole obere Schublade. Oh, Leute. Die haben mich ja schon immer genervt hier, so Stühle, ne? Ich stehe nämlich immer im Weg. Hier kommen wir wahrscheinlich raus. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles, ne? Kann ich mir diese Pläne anschauen? Nein. Okay. Okay, meine Lieben, wir haben kein Inventar. Alles, was wir finden und weiter benutzen können. Ich mach mal aus. Gehen wir mal in das Badezimmer. Das sieht wieder so aus, als hallo. Könnte man uns von der anderen Seite beobachten. Oh, da oben wird irgendwas über den Boden geschliffen. Oh, wir sind wieder draußen, alles klar. Hier liegt eine weitere Note. 11. Oktober 1899. Zur Bändigung des Produkts, noch vor der Initiierung des Vorgangs, wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum-Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieser Förderbandabschnitt ist gummibeschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produkts mittels Musik ermöglicht. Debussy erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Clair de Lune. Okay, Förderbandabschnitt, reden die von Schweinen oder was? Okay. Ich bin ja mal gespannt, was das für eine Maschine ist. Sehen wir hier irgendwas draußen? Okay, wir bewegen uns also von einem Teil der Fabrik zum anderen. Müssen teilweise innere Bereiche durchqueren, teilweise Außenbereiche durchqueren.
Alles klar. Oh, da liegen Schweinekadaver. Ich höre was. Ich mach mal das Licht aus hier. Es ist ja eigentlich beleuchtet genug. Ich hab... Oh, shit. Aber die sehen jetzt nicht so aus, als wären die völlig, Memento? Völlig ausgeschlachtet worden. Pumpwerk. Die scheint eine Art Tankstelle zu sein. In den Fabriken von Herrn Yaham und Herrn Simon habe ich schon Automobile gesehen, aber der Geruch hier passt überhaupt nicht. Das ist definitiv kein Rohbenzin, da bin ich mir sicher. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass diese Maschine auf irgendeine Weise sehr bedeutsam sein muss. Okay. Warnung! Treibstoffpumpen! Flüchtige Chemikalien! Diese Materialien sind höchst ätzend. Schutzkleidung ist Vorschrift. Ups, sorry. Bevor ich das betätige, möchte ich mich hier weiter umschauen. Hey, Piggy. Oh mein Gott. I'm sorry, Piggy. I'm sorry, Piggy. Oh mein Gott. Ich will dich zu deinen Freunden bringen. Oh Gott, ist das creepy. Okay. Nein, nicht runterfallen. Ei, ei, ei. Okay, okay. Super. Okay, die ist zu. Das ist ein Fenster. Oh, Schisse. Die ist auch zu. Ja, okay. Dann gehen wir mal da unten hin. Oh Gott, hier kann ich rein. Hier sind noch mehr Schweine. Oder brauche ich die Kadaver irgendwann? Oh Gott. Nein, das ist zu viel für meine Nerven. Da kann ich aus dem Fenster steigen. Ach Gott, jetzt geht's hier schon wieder in alle Richtungen ab. Ich versuche doch mal da das Dingens eben zu betätigen, weil wenn es jetzt hier so weit abgeht, dann keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Wahrscheinlich geht das Tor dann auf oder so, ne? Ah, kann ich gar nicht. Kann ich das hier nehmen? Okay, das geht gar nicht. Alles klar, kann ich hier rüber? Ach, sehr gut, da muss ich nicht außen rumlaufen. Okay, diese Tür war zu. Die war, ist definitiv zu. Wir gehen erstmal hier durch. Da liegt eine Note. Ah, das ist einfach nur so ein kleiner Abstellraum. Alles klar. Oh, 28. September 1899. Es ist echt Wahnsinn, wie viel ich hier lesen muss. Stellt euch vor, sagen sie, eines Tages wird eine Maschine wie ein Mensch denken können. Als ob das wünschenswert wäre. Fast könnte man damit prahlen, einen Menschen geschaffen zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt. Männer und Frauen auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutzigen kleinen Spermasendschreiben auf die Straße ejakulieren. Die Gassen und Gossen quellen fast über mit stumpfsinnig verspritzten Produkt ihrer Vereinigung. Die Luft schwer mit ihrem lustvollen Gewimmer. Körper überströmt mit ihren eigenen Absonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass die Passanten mit ihren Samen besprühen. Und dennoch ist dies der Zustand, den Babbage anstrebte. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellung. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein. Und wir würden vor ihm auf die Knie fallen und ihm huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzuchttreiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Babbage ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in der Gosse kopulieren, wie sie möchten. Denn schon bald werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Also war eine wundervolle Note, die wir hier gefunden haben, du. Alter Schwede. Okay, ich glaube, wir können hier durch dieses Fenster raus. Das ist sehr, sehr auffällig auf hier.
Alles klar. Dann gehen wir mal hier hoch. Okay. Wir sind draußen. Können wir hier auch wieder rein? Okay, wir können ja auch wieder rein. Alles klar? Das muss man alles immer vorher ausprobieren, bevor man dann irgendwie in Panik rumrennt, wie so ein Huhn ohne Kopf. Kann ich hier hoch, über diese Fässer? Nee, da kann ich aber eh nicht rein. Ich glaube, das war der Gang von oben gerade, wo wir durchgegangen sind, um in diesen Bereich zu kommen. Ich hole mal... Obwohl, die Lampe, die bringt jetzt nicht wirklich viel, deswegen lasse ich sie mal aus. Nee, durch diese Tore können wir nicht hindurch. Kann ich hier diese Fensterläden... Kann ich, ne? Kann ich die aufmachen? Nein. Ich kann sie nicht anfassen. Dort steht ein Wagen. Ein Lieferwagen. Okay. Kann ich hier irgendwo... wo? Es ist schon sehr dunkel, ne? So, jetzt sehe ich wieder was. Gerade hat die Lampe nicht so viel gebracht. Ich mache es aber jetzt mal aus. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre da ein Bereich, wo uns jemand auf uns warten könnte. Aber wir gehen in der nächsten Episode weiter und schauen uns da dieses Gefährt an. Ob wir da irgendwas mitmachen können oder ob wir einfach nur weiter draußen rumlaufen müssen, um in einen anderen Teilbereich der Fabrik zu gelangen. Euch danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen, meine Lieben, und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.